kommst spät. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry, sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starrick den Edensplitter stehlen und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? Welch unerwartetes Vergnügen, Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, oh, dann könnte jemand Ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant! Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones! Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen, mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Alles klar, dann einmal auf. Vielleicht Nerven. Zum Haus der Gladstones. Wie ein Kind. Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Assassin's Creed Syndicate vielleicht. Also ich gehe davon aus. Denn wir wollen ja, also heute ist der 30. Dezember, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube. Und ich dachte, komm, heute haben wir das Finale raus. In der die letzten Folgen waren ja ein paar Ruckler drin. Das ist noch vom Juli gewesen. Juni, Juli. Ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist. Mein PC wurde, die Grafikkarte war defekt tatsächlich und wurde ersetzt. Weiter, Mädchen. Und jetzt habe ich gedacht, bringst du das Spiel zu Ende, weil es kann theoretisch nicht mehr dem Spiel gelegen haben. Das Spiel ist von 2015, also wenn das eine 1080 Ti nicht hinkriegt, ohne kaputt zu gehen, dann liegt es bestimmt nicht an dem Spiel. Sondern war es halt wirklich an der Grafikkarte der Fehler. Von daher habe ich gedacht, bringst du das Projekt trotzdem noch zu Ende? Ob ich dann das DLC spiele oder die restlichen Nebenmissionen mache, weiß ich nicht. Ich will es nicht provozieren quasi. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Gibt ja noch genug andere Spiele, die wir jetzt im kommenden Jahr spielen können. Ich bin ja jetzt auch wieder mitten im Studium, wenn ihr das hier seht. Star Wars Republic wird wahrscheinlich auf neue Weise weitergehen. Und so ist recht. Andere kleinere Spiele wollte ich ja schon immer mal spielen. So, Mädchen. Und dann haben wir wenigstens die Hauptstory von dem Spiel hier abgeschlossen. Das ist ja auch schon mal was wert. Nun, wo können Sie sein? Der Ball ist heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. So, wir müssen erstmal wieder in die Steuerung reinkommen ein bisschen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon seit 3 Monaten nicht mehr gespielt. Sind hier eben zufällig 2 Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Wow, ist schon wieder so weit weg. Hätte ich vielleicht doch eine Kutsche nehmen sollen, wenn nicht, nehmen wir einfach hier eine.
So. Dann wollen wir mal die Einladungskarten der Gladstones beschaffen. Damit wir auf den finalen Ball können uns Derek davon abhalten können, die Katakomben zu öffnen. Oder beziehungsweise den Edenapfel zu erbeuten. Und ganz London in den Untergang zu stürzen. Das ist ihre Spur. Alright. Eine private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Okay, keine Polizisten töten sollte, glaube ich, kein Problem sein. Mal gucken. Sie verdienen, darf nicht an den Staat gehen. Ich will die ja nicht töten, ich will nur ungesehen da reinkommen. Das geht doch bestimmt mal wieder weg irgendwann, oder? Wie geht es Ihnen? Jo, jetzt. Es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Beschützt Mr. Gladstone. Sie, Sir William Gladstone, zu Ihren Diensten. So, jetzt gehen wir da rein. Ach komm. Nein, kein Alarm. Schwachsinn. Wer macht denn da gleich Alarm? So, Mrs. Gladstone ist da drüben. Weiterhin keine Polizisten töten. Ich werde mein Bestes geben. Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem... Mrs. Gladstone ist in einem Bahnhof. Alles klar. So. Wollen wir mal gucken, wie wir an ihr rankommen. Der mittlere ist gesperrt quasi, der mittlere Streifen. Und da vorne ist Mrs. Gladstone wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich warte, bis sie allein ist. Oh, Zug. Das ist die Gelegenheit. Na komm, beeil dich doch immer mal ein bisschen. Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. Okay. Dann wollen wir uns mal die Kutsche holen. Die Kutsche der Gladstone uns nicht beschädigen. Okay. Das Spiel ist immer sehr unfreundlich, wenn es darum geht, was hier nicht beschädigen heißt. Deswegen habe ich ein bisschen Bangel davor, dass wir es die doch beschädigen werden. Aber gut. Nun zu den Einladungen. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben. Freddy wird wissen, was zu tun ist.
Okay. Gefährlich hier. Ruhig, Mädchen, ruhig. Gut so, Mädchen. Huh. Sehr gut. Haben wir das schon mal? Ach so, genau. Die Mission hatte ich damals schon mal gespielt und habe sie jetzt nochmal neu gestartet, quasi. Deswegen war das jetzt hier wie so ein Einschub. Jetzt geht's aber, glaube ich, ganz normal weiter mit der zweiten Mission. Moment, wir können mal gucken. Fortschrittslogbuch, Anzeige. 9. Genau. Kleider machen Leute. Wir müssen Freddy quasi finden, damit er uns eine Verkleidung gibt. So, und dazu müssen wir wohin? Dahin. Kleider machen Leute, genau. Die paar Meter können wir laufen. 300 Meter. Sollte kein Problem sein. Aber es sieht schon schön aus, das Spiel, ne? Es hat zwar ab und zu noch diese Streifen so ein bisschen im Bild, das ist halt so bei älteren Spielen, aber ansonsten habe ich schon immer gesagt, also Assassin's Creed Spiele sahen ab Teil 3, sagen wir mal, ja gut, 4 sah auch nicht so. Unity war wirklich eine Revolution, seitdem sehen die Spiele eigentlich immer geil aus. Ich habe jetzt hier die Grafik ein klein bisschen runtergestellt, ich hoffe, das merkt man nicht so sehr, bei der Kompression auf YouTube merkt man das wahrscheinlich sowieso nicht. Aber nur zu eurer Info, also wundert euch nicht, wenn jetzt vielleicht dem geschulten Auge auffällt, dass es ein bisschen schlechter aussieht als die bisherigen 17 Folgen, dann liegt das einfach daran, dass ich halt vorsichtig sein will und es nicht provozieren möchte. Weil ich hatte 2 Monate meinen PC nicht wegen einem Fehler, der halt hier in dem Spiel das erste Mal auftrat, auch wenn ich nicht glaube, dass das Spiel an sich der Fehler war, das Problem war. Aber naja, ne? Die Angst, auch wenn sie surreal ist, ist da. That's why, nur mal sicher. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir eine Gardeuniform finden. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich dann, wenn meine Paranoia etwas abgeglüht ist im neuen Jahr. Vielleicht mache ich dann irgendwann mal einen Livestream, wo wir noch die ganzen restlichen Nebenmissionen so machen können. Aber wie gesagt, habt ihr die Storys jetzt erstmal durch und es passt auch gut mit dem Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal. Niemanden töten, eine königliche Wache niederschlagen. Alles klar. Der Weg hier sieht ja sehr prädestiniert dafür auf, dass wir ihn nehmen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht mit den... Ups, scheiße. What the... Was machst du? Jacob! Willst du mich verarschen?
dass wir nicht mit den Polizisten so sehr in Berührung kommen. Der da unten gefällt mir eigentlich sehr gut, weil der läuft, naja gut, auch nicht immer richtig im Abstand. Der läuft eigentlich immer gesehen durch die Gegend, aber da sieht ihn eigentlich niemand, wenn er jetzt genau da steht. Nee. Ist blöd, dass man die Leute von oben nicht anspringen kann. Das kann man in späteren Teilen erst. Leider jetzt noch nicht von... Man muss sie immer von hinten quasi anschleichen. Dreht er sich da vorne? Aber die können mich doch über diese Beete da hinweg sehen, oder? Wenn ich mich jetzt da unten reinstellen sollte. Ach Gott, da geht's gar nicht durch. Ah. Also wenn ich mich hier hin sneake... Da kommt doch bestimmt einer, der mich sehen kann, oder? Na gut, im Zweifel machen wir den Reißausmann. Und flüchten über die Dächer, damit wir niemanden töten müssen. Weil da kommt einer. Genau den meine ich. Der könnte mir gefährlich werden. Nee, kann er nicht. Ah, perfekt, der ist zu weit weg. Okay, da müssen wir hier nur warten. Der andere dreht sich nie um. Und der läuft hier noch gemütlich seine Runde. Aber sobald er dann da hier weiterläuft, können wir ihn niederschlagen. Ja, das ist die Definition eines Assassinen. Geduld haben. So, genau, der läuft jetzt dahin. Wenn der andere wieder da ist, läuft er mit ihm hierher. Müssen wir nur hoffen, dass der da hinten nicht gerade angelatscht kommt, aber ich glaube jetzt mal nicht. Warum hobelt denn das jetzt hier so? Die Kamera weiß nicht, wo sie mich fokussieren soll. So. Perfekt. Warten wir mal kurz. Ah, shit, jetzt kommt der genau daher. Naja, warten wir mal fix. Okay. Niedergeschlagen ist er ja. Jetzt müssen wir nur die Aufmerksamkeit verlieren. Da jetzt interessiert sich niemand mehr für mich. Lassen wir die alle wieder ihre Wege gehen und dann gehen wir da runter und klauen sie noch schnell die Uniform. Ist halt blöd, dass genau jetzt der andere Kammer oder kommt immer da, weil die sind halt geskriptet, ne? Die laufen halt immer die gleichen Routinewege. Ah, der liegt noch da. Verschwinde bloß oder du handelst dir Ärger ein. Da, jetzt stellen sie sich alle wieder auf ihren Posten. Runter. Fix. Fix, habe ich gesagt. Oh, warum dauert das immer alles so lang? Charmant. Ach echt, jetzt muss ich den Körper auch noch verstecken. Das ist ja jetzt blöd. Das hätten sie mir ja vorher mal sagen können. Wie soll ich denn den Körper jetzt in der Kutsche verstecken? Ohne dass mir alle auf den Fersen sind. Hier ist noch nicht mal ein Weg nach draußen.
etwa komisch sein? Ich zeig dir gleich, was komisch ist. Wer ist da? Du wirst es noch bereuen, wenn ich dich kriege. Warum soll ich den verstecken? Die wissen doch eh alles, der jetzt da liegt. Es wird schon alles gut gehen. Das war bestimmt nur der Wind. Jo. Der Wind, das himmlische Kind. Kennt man doch. Höchstens den Weg ein bisschen frei machen nach draußen, aber ob wir da wirklich rauskommen davor. Oh Gott. Nie im Leben kommen wir da raus. Niemals. Ich kann ja die Leiche auch nicht irgendwie mit hochnehmen. Die ist ja keine Leiche. Gegen Körper. Der ist ja nicht tot. Wir sind ja keine Barbaren. Jo, überhaupt nicht auffällig. Geht's da raus? Oh fuck, das sind auch Polizisten. Ab halt den Schuh, den Bursch, eine Lektion! Schwing deinen Arsch! Ganz ruhig stehen bleiben, Freundchen! Oh, der ist tot. War überhaupt nicht unauffällig oder so. Wo ist denn Eberlein? Muss ich den mitnehmen? Ne, den muss ich nicht mitnehmen, oder? Nö. Das war... Also, besser kann man da kein Slapstick draus machen, glaube ich. Das war ja unglaublich witzig gerade. Ah, schön. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Na, wir haben aber immerhin alles geschafft, also kann sich keiner beschweren. Alright. Dann... Moment, ich guck mal kurz was. Dauert nicht lang, hoffe ich. Ich glaube 4, ne? Gibt's. Genau, perfekt. Das passt doch schön in die letzte Folge. 4 Missionen ist jetzt nicht viel. Ist jetzt eine Mission für meine Schwester, aber gut. Muss ja auch sein, ne? Das ist das Finale. Familienpolitik heißt die. Wir sind uns ja nicht ganz so einig in letzter Zeit, gerade jetzt gegen Ende. Sie räumt, es stimmt ja auch, sie räumt für uns den ganzen Scheiß weg und Jacob macht, keine Ahnung, nichts Sinnvolles auf jeden Fall. Auf
Von daher verstehe ich schon die Reaktion. Was wir hätten machen können, ist den Moment mal kurz. Wenn ich kurz darüber nachdenke, wo ist denn das? Hier, ne? Ja, ist jetzt auch wieder so weit weg. Wir hätten Westminster noch erobern müssen. Jetzt sind hier überall diese komischen Krawallmacher noch, nur noch hier, weil ich das halt auch in der Aufnahme machen wollte. Das hätte ich noch machen können vorher, aber gut. Wir kommen auch, glaube ich, ohne. Es ist ja eh im Buckingham Palace da. Ist ja nicht so viel los. Also, nicht so viel von diesen Schlägern. Polizisten und Wachen verfolgen uns oder so. Egal, ob wir den Bezirk eingenommen haben oder nicht. Das meine ich damit. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen Sie mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und wir werden diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit Ihnen und hinterher sage ich Ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. Kutsche stehlen, ohne Innenhof zu betreten. Jetzt bin ich ein bisschen durch den Wind. Wahrscheinlich warten, bis eine rausfährt. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber gut. Warten wir mal ab. Ich muss doch aber da rein. Oder soll ich direkt... Also ist der Innenhof mit Innenhof gemeint? Wow. Also dass ich da quasi nicht unten aufpopfen soll, sondern... quasi direkt auf der Kutsche landen. So, sorry, ihr seid nicht Teil der Geheimmission oder der Missionsziele, deswegen müsst ihr leider sterben. Also es war sie so. Nee. Ach egal. Ich denke mal, wir hätten auch irgendwie die Leute aufschrecken können oder so. Wow, hier ist kein Ausgang. Ich habe ihn aber de facto nicht betreten. Also ich habe ihn wirklich nicht betreten. Ich bin direkt auf dem Dach von der Kutsche gelandet. Kann ich ja nichts dazu, wenn die sich so missverständlich ausdrücken. Mein Gott, nicht so unmissverständlich. Das wäre ein bisschen Quatsch. Einsteigen, Eure Hoheit. Wo fahren wir hin? Belgrave Square. Ist das jetzt wieder so ein in die Länge ziehen, so eine Länge ziehen Mission oder? Ganz genau. Weil, das hasse ich. Wenn sie irgendwelche Missionen einbauen, die länger dauern, nur damit sie länger dauern. Also jetzt hier 100.000 Politiker durch die Gegend kutschieren. Ruhig. Gut so. Willkommen, Sir. Eure Hoheit, welche Überraschung.
Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte. Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach, mich zu beschützen, indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lesen Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Sie sind einer der wenigen. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Das hat sich als lohnend erwiesen. Wohin jetzt? St. James Park. Ich bemerke, dass Mr. Green Sie nicht begleitet. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, oh, wie schade. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Nun, das war das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Ethan Fry? Sie kannten ihn? Nein, zu meinem Bedauern. Doch Mr. Green sprach von ihm. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Das war er, Eure Hoheit. Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und Ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Starrick gefährlich werden konnte und sehr verliebt ineinander, zumindest nach dem wenigen, was ich von ihnen weiß. Cecily, ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was Mr. Green sagt, haben sie viel mit ihr gemein. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater ihn ausbildete. Kinder sind gute Beobachter, Miss Fry. Zum Parlament bitte, und zwar schleunigst. Ja, Sir. Guten Tag, Sir. Na, was machen Sie denn hier, Eure Hoheit? Ich weiß, wie beschäftigt Sie in letzter Zeit waren. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Das ist reichlich unorthodox, aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Indien stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben. Die Queen gewährt Ihnen schon Gott weiß wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun beißen Sie die Hand, die Sie füttert? Es geht mir hierbei nicht ums Geld. Guten Tag, Sir. Gott segne Sie. Wir sind gescheitert. Steuermaßnahmen sind geplant. Ingenieure von Sexby und Farmer installieren... Es bleibt nur noch einer übrig. Zur Gladstone-Residenz. Fehlt Ihnen Indien? Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach Zindro und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig, dass sie eingeschlafen ist. Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch zum Sinopienklapp und zwar schnell. Sorry. Aber der Weg war nicht gerade weit jetzt, also. Guten Tag, Mr. Gladstone. Hätte sich eine kürzere Geschichte überlegen sollen. Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid und deshalb betteln Sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür Freiheit. Zu kämpfen. Oh, egal. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde, Indien zu regieren. Und zweifellos nicht die eines... Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiter, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. Let's see what's happening. Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen.
Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. How's your brother? Not dead yet, I hope. Okay. Dann bringen wir sie mal zurück. Ja, diese Ansprache, ne, wie Liebe einen blind machen kann und was man nicht alles tut, um die Leute zu beschützen, die man liebt, war natürlich auch auf sie und ihren Bruder bezogen. Man muss viel vergeben. Ganz genau. Eindringling! Schnapp sie! Ein wenig heruntergekommen. Gut, dass mich jetzt keiner mehr verfolgen will, nachdem ich die Kutsche zurückgegeben habe. Naja, das hat nicht ganz funktioniert, aber wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Alles klar, dann auf zum Finale. Da ist es. Dann wollen wir mal. Mal schauen, wie lang diese Mission ist, weil wir müssen ja trotzdem noch einiges machen. Starrick besiegen, in den Palast eindringen und, also. Wird eine lange Mission sein wahrscheinlich, aber gut. Umso besser. Schön langes Finale für euch. So. Dann wollen wir mal in den Innenhof. Und den Spaß starten. Eine denkwürdige Nacht. Jacob und Evie müssen Fricker Starrick davon abhalten, den Ball anzugreifen, indem sie einen Attentat auf ihn verüben und den Edensplitter in ihren Besitz nehmen. Gut, vielleicht hat er den Edensplitter auch schon. Keine Ahnung. Also Starrick meine ich jetzt. Wir müssen ihn nur noch holen und nicht mehr irgendeine Katakomben oder so aufmachen. Aber das werden wir jetzt alles sehen. Natürlich kommst du mit sowas. Miss Fry? Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann. Ich bin der zukünftige Premierminister. Was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Das waren wohl die Gladstones. Habe ich da was gehört? Nein, nur die Stimmen in deinem Kopf.
Und doch klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? Oh, schön. Ganz anderer Stil jetzt mal am Ende. Gefällt mir. Schön royal und edel. Für den Anfang zumindest. Ich werde den Edensplitter finden. Wie du willst. Ich muss jetzt zu Freddy. Die Pläne befinden sich im weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. Forget you ever seen ya. I mean, anyone know where it is even? Don't break eye contact. No place for a lady, I see. Okay, jetzt dürfte uns ja eigentlich nichts stören, ne? Weil wir sind ja immerhin Gäste der Queen. Wobei, da kommen wir nicht hoch, die Treppe. Aber es gibt bestimmt links und rechts, oder? Ne, es gibt nur da die Haupttreppe. Darf ich da hoch? Das schaffe ich nicht alleine. Nee, 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 nee. Ach komm. Ich bin doch gar nicht hochgegangen. Die können doch nicht einfach auf eine Frau einschlagen, die da rumläuft. Ich bin Gast der Queen. So. Wie komme ich da am dümmsten hoch? Ich muss ja da hin. Also zumindest in die Richtung. Gibt es hier irgendwo noch andere Treppen? Es gibt, kann nicht sein, dass es nur einen Treppenaufgang gibt. In dem ganzen Schloss hier. Es ist ja wirklich nur dieses Treppenstück hier gesperrt. Komme ich vielleicht woanders rein? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Nee. So geht's auch nicht. Also klettern können wir auch nicht, oder? Das wäre jetzt irgendwie witzlos, finde ich. Wenn wir klettern könnten. Können Sie mal probieren? Nee, logisch, mit dem Gleit nicht. Soll ich jemanden gefangen nehmen? Ist auch Schwachsinn, oder? Some sort of political protest, I imagine. Is like what? Wait, babe. Ich gehe nochmal rein, vielleicht sehe ich, habe ich was übersehen. Hier geht's nicht irgendwo lang, oder? Nope.
Naja, wenn ich probiere, war halt mal trotzdem jemanden gefangen zu nehmen. Vielleicht geht es ja. Keine Ahnung. Egal, sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Okay, es scheint trotzdem zu gehen. Sachte! Das tut weh! Ach, das tut doch nicht weh. Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Mein Arm! Mache ich das hier richtig? Das tut weh. Wie lange muss ich den jetzt behalten, den Typen? Sachte! Ah ja, wird wahrscheinlich automatisch resettet da oben. Wenn wir den Punkt erreicht haben. Mein Arm! Das tut weh! Sachte! Das tut weh! Sachte! Das tut weh! Süße Träume! Hier müssen irgendwo die Pläne sein. Zum Gewölbe. Gott. Wo geht's denn jetzt wieder zum Gewölbe? Jacob ist bestimmt unterwegs, um noch eine Kutsche zu stehlen. Oder um versehentlich die Queen eine Treppe herunterzustoßen. Ah, da unten sind keine Wachen mehr, okay. Glücklicher Zufall. Das sind sie ja. Oh, da ist jemand, den sie unbedingt kennenlernen müssen. Kommen Sie mit. Eure Majestät, darf ich vorstellen, Miss Ivy Fry? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Eure Majestät, ich entschuldige. Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Ich muss jetzt leider weiter. Miss Fry, darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Starrick, Sie hatten Ihren Spaß, aber das Spiel ist vorbei. Ah. Hören Sie. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeit ist was Wunderbares, Miss Fry. Sie heilt alle Wunden. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch, die Mazurka endet und wir beginnen von vorn. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler, wieder und wieder. Sie können lernen. Können Sie? Dreht sich nicht jeder um Sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden. Zum Besseren. Jetzt habe ich genug.
Dieser Tanz ist fast vorbei. Schon bald vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruin geführt hätten. Wenn die Musik verstummt, Miss Fry, ist ihre Zeit vorbei. Und meine Zeit beginnt von Neuem. Alles klar. Ich glaube, von dieser creepigen Stimme träume ich heute Nacht noch. Die hat mich irgendwie gerade erschrocken. Guten Tag. Bin Jacob, ich bin hier auf der Durchreise. Bin aufstrebender Street Artist. Mach ein bisschen Parcours. Oh, wir sind Wachen. Vielleicht soll ich nicht ganz so witzig sein. Starik hat seine eigenen Männer eingeschleust und hält einige Gardisten als Geiseln. Ihre Waffen sind da drin. Dort. Gut. Ich töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Man kann sie unmöglich auseinanderhalten. Oh, sie Ungläubiger. Oh. Gardisten. Okay, wo sind die? Hier außerhalb? Ah. Ich hole euch raus. Vielen Dank, Sir. Danke sehr. Wo willst du denn hin? Wo ist Sandy? Komm schon! Sag mal. Wir sind hier fertig. Okay, dann mal auf die andere Seite. Und dann schauen, irgendwie jetzt haben wir ja... Ach doch, jetzt haben wir 8 und 16. Aber wieso stehen ja alle Königen? Auf der einen Seite sind bestimmt nochmal 16, nochmal 8, oder? Ja, mal schauen. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Oh, und schon Schiffjäger. Nice, schönes Detail.
Ach so, die Wachen müssen wir alle töten. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Aber wir können auch alle Wachen alle Dings befreien quasi. Haltet einen Moment still. Ich habe immer gedacht, beides ist gemeint. Also Starricks Wachen aufspüren und dann darfst du doch freien. Aber das sind ja gar nicht Starricks Wachen, die wir befreien müssen, sondern wir müssen ja killen. Perfekt. Dann ist ja alles klar. Klar. Sehr gut. Unsere Schwester noch Bescheid geben, dass alles sicher ist und dann können wir endlich die Party retten. Hoffe ich. Keine Ahnung, ob das unser großes Endziel ist, aber mal schauen. Die hüpfen immer noch durch die Gegend. Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Karte des Gewölbes, geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Alles klar. Das Endgame beginnt. Nicht ausbeuten. Ich warte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Requiescat in pace. Jacob retten. Wie immer. Aber gut. Er ist unser Bruder. Zwing mich nicht rüberzukommen, junge Dame. Halt durch, Bruderherz. Wir kommen. Oder ich komme. Allein. Jacob! Sie sind ein Monster! Bleib zurück! Ja. London, ist euer Durcheinander was los? Diese Stadt war in sich. Au. Das Tuch ist nicht für Sie bestimmt! Ihr werdet nur zerstört!
Zurück! Sie vergaßen, mich heimzugelassen! Dann lassen Sie mich das wieder richtig stellen. Wir müssen uns gegenseitig retten. Schön. Bin mal gespannt, wann jemand auf die Idee kommt, ihm das Dings abzunehmen. Oh fuck. Bisschen repetitiv ist es ja schon, ne? Also, aber gut. Auch nicht schon wieder. Natürlich. Henry! Jacob! Evie! Jetzt! Sollen wir? Los! Zusammen! Nice. London wird untergehen ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Natürlich. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung! Nicht mehr, Crawford Stark. Nicht mehr. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück? Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir. Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nichts wäre mir lieber.
Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste. Henry. Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Oh. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät? Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Evie Fry, treten Sie vor. Und Sie? Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry? Ma'am? Falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Queen Victoria liebt ihren Kuchen. Vater wäre stolz auf dich. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los! Sehr schön. Alles wieder gut. Es ist unter dem Palast. Dann mal los. Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Deck mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Berg. Ich will, dass er blutet. Them done the horrid murder on bloody stages that loudly cried.
with their humility, lords and dogs, the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Halt still, Gottverdammt! Nur die Mission zählt! Verstanden! Those who schon! Loved ones taken long before this world. Galena, wir müssen raus hier. Gewölbe sichern, alle Ziele legitim. Wir müssen los, sofort. Verstanden. Das Edentuch. Vergiss das beschissene Tuch. Bleib bei mir, Bex. Bitte. Wir gehen. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiel sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt, sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestraft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten. Das war Assassin's Creed Syndicate. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Take a look around lively old London. Buzzing crowds, we sweat and we revel. Schöne Musik auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten sehr, sehr viel Assassin's Creed gehabt. Wir haben Black Flag, Assassin's Creed 3, Unity, Syndicate. Wenn das Video hier, oder wenn ihr das seht, ist Assassin's Creed Valhalla schon draußen seit über einem Monat. Was ich auch schon wahrscheinlich privat sehr viel gespielt haben werde. Ich wünsche euch jetzt erstmal Folgendes. Mit diesem schönen Lied und diesem Ausklang einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Möge das nächste Jahr besser werden als das, was wir 2020 hatten. Mögen wir über die Corona-Pandemie hinwegkommen. Und möget ihr hoffentlich eine schöne, trotzdem schöne, besinnliche Weihnachtszeit haben. Vielleicht ist sie sogar besinnlicher als sonst, wenn die Lädenfrequenzen nicht ganz so hoch sein dürfen. Vielleicht ist es ganz entspannt, mal da nicht einkaufen zu gehen oder zu shoppen. Und ansonsten wird nächstes Jahr mein Kanal natürlich weiterlaufen. Ich habe da schon ein paar Sachen im Kopf, auch Star Wars Republic vor allem. Aber ich möchte halt nicht mehr jedem Spiel quasi die komplette Aufmerksamkeit geben, beziehungsweise nicht jedem großen Titel, sondern mich eher auf kleinere Spiele konzentrieren. Und nächstes Jahr gibt es ja auch Lego Star Wars, die Skywalker-Saga.
wird natürlich auf jeden Fall bei meinem Affenkanal kommen. Und ansonsten schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt. Ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Let's Play. Und ich hoffe einfach, dass ihr versteht, dass mein Hobby immer noch ein Hobby ist und ich das nur für euch mache und für mich, weil es mir Spaß macht und weil ihr die Videos anscheinend gerne sehen wollt. Und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt aus dem Jahr und aus diesem Video ausklingen mit diesem wunderschönen Lied. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr frisch, munter und hoffentlich gesund wieder in einem neuen Projekt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und ciao. A tender tale of Maxwell Roth. He saw the footlights like a moth. His sense of timing never off until he opted to collaborate with a hooded reprobate. A blighter and assassin made a deadly double bill. Jokes, jokes, jokes make him laugh until they choke. Fairly slay him in the aisles. Maiden's fair and princess charming. Frills, frills, frills. Dashing feats and bloody spills. And I guarantee you'll never see the ending coming. The curtain rose, the scene was set, they danced a murderous duet, and much deserving blood was let up to. And a scene wherein they disagreed on who should live and who should bleed, and Maxwell Roffey then received a very bad review. Jokes, 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 and there's daggers and there's cloaks, but behind the scenes the leading players differ on the plot. Laugh, laugh, laugh at the dandy's new red scarf, now out shows a week to Beelzebub is his eternal lot. Jokes, jokes, jokes make them laugh until they choke. Fairly slay them in the aisles. Maidens fair and princess charming. Frills, frills, frills. Dashing feats and bloody spills. And I guarantee you never see the ending coming. Release the hounds. The chase is underway. Today we brag a different kind of prey. Hear the bugle call, we're feasting on a lord today. If you're eyeborn and well mustachioed, you may expect a gutting in the road. Hear the bugle call, are you the next to fall to quench the killer's sword today? We're feasting on a lord today. It seems in England we have two laws, one for the rich, another for the poor. But if your bobbies come a-knocking at our doors, you best prepare to get a knock on yours. A hooded guest you'll greet in your salon, a silver tray to serve your carcass on. Uncork the Beaujolais and watch the scarlet spray. We'll guzzle and we'll gorge today. We're feasting on a lord today. Little boy, listen, I'll tell. Little boy, you can do well. Buy and then sell your pockets to swell. Go straight to hell like two penny. Little boy, follow his lead. Step by step, you could succeed. Wealth guarantees, never have need. Lie there and bleed like two penny. Two penny, two penny. His assets were many. His silk purses burst at the seams. Two penny, two penny. Now he's not got any. Invested by worms for infinite terms. The maggots long squirming. Two penny. Men of wealth borrow and lend. What dark deal broke?
coin did he spend? Which loyal friend drew a dread dividend from two penny? Sea of blood, watch as he drowns. As he sinks, so goes the pound. Shillings and crowns, princes and clowns, we all go down with two penny. Two penny, like goblet now empty. His fine wine is splashed on the stones. Two penny, a hero to many. Decays in his vault, entombed with his gold, like pharaohs of old did two penny. Two penny, old Philip, two penny. My son, study closely his tale. Two penny, oh, sing it again. He's a turn that's interred for eternity. Suck on it, old Philip, two penny. Dear loving friend, sorry to inform I will miss our rendezvous. I have been detained, for I am lying dead on the tiles of Waterloo. Halt the horses, steer the wheels, I shall move no more today. From this regard, sincere apologies to the so blue, tangled hair, bed of blood on the tiles of Waterloo. Halt the horses, steer the wheels, and await this cruel delay. I am undone, a sudden rain has come for the late bullet away. Halt the horses, steer and await a better day. Though I depart, a brighter destination yours in hope, all passed away. Give me the cure that the doctor got. Give me a cure that will stick. Cause now that I'm seeing through clearer eyes, old Lambeth is making me sick. Me sick, old Lambeth is making me sick. Give me the cure, give me the cure. Cut out my throat and then leave me there to flap like a fish on the deck. Give me the peace that the doctor got when the devil done opened his neck. His neck, the devil done opened his neck. Give me the cure, give me the cure. I'd rather be dead than clearing me head. Bundle my wife and my children up in a sack and stitch tightly the seams. Toss them into the Thames so their nightmares end, and they drown in watery dreams. In dreams, they drown in watery dreams. Give me the cure, give me the cure. I'd rather be dead than clearing my head. Let out my blood in a merciful flood. Give me the cure. Give me the cure that the doctor got. Oh, pluck me away from this pit. Now he's bathed in light and all dressed up in white, and we're stuck in the mud and the shit, we're stuck in the mud and the shit. Give me the cure, 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 give me the cure.
Shh.